wir haben gerade Mitte März. Ich hoffe, ihr könnt es hinter mir sehen. Es schneit wie Hölle. Ich habe immer gedacht, irgendwas will ich schon als Video bringen, wenn wir schon da rumhocken. Ne? Mir YouTube neue Klemmbausteine vorgespielt. Ich weiß ja nicht, wie ich da drauf gekommen bin. Ich habe vor längerer Zeit einmal so einen Kanal angeschaut. Da gibt es so eine Firma, eine größere, mit so einem roten Logo irgendwie. Und die machen ihr Geschäft hauptsächlich, oder versuchen es, dass sie andere Firmen, kleine, verklagen. Welche irgendwie schwammigen, ach, mit der Firma will ich da gar nichts zu tun haben. Und dann, auf jeden Fall, haben die mir Videos vorgeschlagen über Klemmbausteine. Da haben wir gesagt, gut, das ist eigentlich nicht so meine Welt. Irgendwelche Schiffe und ach, was weiß ich. Burgen, Fantasy, alles nicht mein Ding. Aber ich bin dann bei dem Mann draufgekommen. Der hat eine Landmaschine gehabt. Und dann habe ich mal beim Händler meines Vertrauens, der verklagt mich nicht, geschaut. Und der hat mir dann sowas da vorgeschlagen. Da habe ich mir gedacht, ey, das ist doch super. Wir gehen jetzt mal Gülle fahren. Ne? Also das ist der Güllezubringer da. Und wenn das fertig ist, dann können wir aussehen. Und wir sind ja selber Eltern, waren jetzt dann Großeltern. Und wir sind einmal Nachbarn oder so, ne? Also auf jeden Fall nicht mehr die Situation, wo man mal ein Geschenk braucht oder sowas. Oder auch selber, ich meine, sowas, das werden wir jetzt dann irgendwo, fällt mir bestimmt was ein, Regalbauer wegen so Dinger. Das ist einfach ein schöner Schmann, ne? Und da gibt es noch viel so spaßige Dinge. Ich war jetzt eigentlich da mal so zwischendurch, also jetzt nicht jetzt eins nach dem anderen, sondern so zwischendurch mal so ein Video bringen, was da alles so echt interessante Dinge gibt. Ich war ja selber mal klar, ist ja 40, 45 Jahre her, liebe Zeit. Und da hat es halt sowas überhaupt noch nicht gegeben. Ne? Also da wächst das Kind wieder ein an. Und auf jeden Fall sind ja sehr günstig. Ich meine, ich werde jetzt für sowas keine 50 Euro ausgeben, ne? Und auch nicht unbedingt 20, ne? Ich will ja jetzt da keinen Preis erzählen, weil die gehen ja doch immer wegen, aber der ist drunter, ne? Da genauso. Und ich sag mal, wenn man jetzt so der Nachbarsbuch hat Geburtstag, ein Ostergeschenk. Das ist so die Preisebene, ne? Wo nicht die neue Hypothek aufs Haus aufgenommen werden muss, sondern das kann man mal herschenken. Ne? Oder als ich selber zu Spaß bin, das Wetter so schlecht ist, was will man tun? Ne? Ja, und wenn man ins Detail ist, es kommt in so einer Schachtel. Ich zeige jetzt einmal die Maße. Also wir sind jetzt dabei. Knappe 20 cm, das ist also ungefähr, es ist hoch, also 10, dass ihr mal so ein ungefähres Ding habt, in der Schachtel drin, ist von Blocky, heißt die Firma, ist jetzt keine Werbung, also wir haben das gekauft, ne? Ich würde es bloß vorstellen, weil ich halt das Kunden habe. Und es ist günstig und die verklagen niemanden, das ist mir auch wert. Weil es geht ja da immer um so Figuren und da die eine Firma verklagt die, weil die anderen, also die anderen Hersteller auch, das ist eine Figur hat Arme und einen Kopf und also das ist natürlich schon eine andere Erfindung. So, ja, und so.
Ja, und auf jeden Fall, ja, gibt es dann die Sämaschine. Alles super Sämaschine. Einzeln ablangen und. Nee, das ist echt schön. Wisst ihr, wie lange braucht man das Zahnbauer? Keine Ahnung, eine halbe Stunde. Sind kompatibel mit allen anderen normalen Klemmbausteinen. Gibt ja mittlerweile viele Anbieter. Das ist das, wo ich euch noch ein paar zeigen wollte. Ich habe da gerade jetzt eben für uns Garten-Landwirtschaftsfuzzis. Ne? Ich komme jetzt da nicht mit dem Kriegsschiff oder dem Panzer. Gibt es bei mir nicht. Da, und dann habe ich noch andere gefunden. Die verlinke ich euch unten auf jeden Fall mal. Schaut mal spaßhalber auf die Preise, ihr werdet echt begeistert sein. Also wie gesagt, sonst hätten wir es auch nicht gekauft. Ich kaufe nicht so ein Ding 50 Euro, das dann irgendein Plastikhaufen irgendwo rumsteht. Irgendwo ist ja dann auch mal, na gut. Und schreibt mal in die Kommentare, ob findet ihr, also vor allem als Geschenkidee oder so, da finde ich jetzt, da muss jetzt nicht ein rotes Viereck drauf sein. Und dass da ein Haufen Geld ist, man hat ja damals auch immer so Alternativen gegeben, aber das war eher nicht so. Und dann haben wir das Papier zu machen und ich finde das dann nicht schlecht, so als Güllezubringer ist immer wichtig. Ne? Und wenn das fertig ist, ist ruckzuck, wenn du ausgesät sei, hast du ein wenig Arbeitsbreiten, ne? Ja, geht was. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Ich hoffe, es hört dann mal bald wieder auf mit dem Geschnei. Denkt nur an unsere Facebook-Seiten. Ne? Und dann bis zum nächsten Video. Ich hoffe, wir können uns mal über unseren Häcksler unterhalten.